Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 23. März 2019, heute ist ein Portaltag. Dieser Portaltag bedeutet, dass öffnet sich ein Tor zum feinstofflichen Energie und haben wir die Verbindung zum Zentralsonne Alkyone. Alkyone bedeutet übersetzt die Königin, die über den Bösen siegt. Alkyone gehört zu den Plejaden. Und die Plejaden, aber auch die Hyaden, sind die Töchter von Atlas. Man kennt die auch als Regengeschwister. Sie weinen, sie haben auch Tränen, weil ihren Bruder in Brunnen gefallen ist. Alkyone ist die bekannteste unter den Plejaden, aber zu den Plejaden gehört noch Elektra, Maia, Merope, Taygeta, Pleione und Asterope. Die sind die Plejaden, die Töchter von Atlas. Bei Sumerer wurden auch verehrt. Sie haben als Mulmul genannt und das bedeutet die sieben Gottheiten der größten Götter und haben die natürlich auch verehrt. Nicht nur die Sumerer, sondern auch die Babylonier. Und die Babylonier haben bei diesen Plejaden auch die Tauben gesehen. Für uns ist wichtig zu erkennen, gerade weil das mit dem Maya-Kalender und auch mit diesen Portaltagen zusammenhängt, dass bei diesen Portaltagen haben wir ein ganz besonderes Energiefeld und stehen wir eine direkte Verbindung zu diesem feinstofflichen Energie, zu diesem Zentralsonne Alkyone. Warum haben wir diese Verbindung? Weil unsere Sonne, unserem gesamten Sonnensystem bewegt sich auch durch den platonischen Jahr. Ein platonisches Jahr dauert etwa 26.000 Jahre und ein platonischer Monat etwa 2.000 Jahre. Und am Dezember 2012 ist ein neuer platonischer Monat begonnen und das bedeutet Wassermann-Zeitalter. Und vor diesem Wassermann-Zeitalter waren wir noch in Fischenzeitalter. Die Mayas haben ein ganz präzise Kalendersystem ausgearbeitet, beziehungsweise sie haben mehrere Kalender. Und das ist nicht nur bei den Mayas so, sondern auch bei Ägyptern oder bei Chinesen auch. Es gibt die sogenannten Bauernkalender. Oder gibt es Mondkalender und das, was die Mayas mit diesen Portaltagen vermitteln, das ist schon die spirituellen Kalender. Also diese Portaltagen sind besondere Tage. Und die Mayas haben jeden Tag beschrieben, welche Qualität diesen Tag bietet. Wie können wir das vorteilhaft nutzen? Unserem Kalendersystem in unserer westlichen Kultur hat die gregorianischen Kalender und das hat Papst Gregor eingeführt und das hat mit Natur oder kosmischen Kräften gar nichts zu tun. Und auch wenn die Maya-Kalender etwas fremdartig ist für uns und wir sollten erstmal damit vertraut werden, trotzdem ist empfehlenswert, weil damit sind wir im Einklang, im Natur-Einklang mit kosmischer Energie. Wir sind in gleicher Schwingung
Und tatsächlich können wir die Tage so vorteilhaft nutzen, was dieser Kalender für den einzelnen Tagen beschreibt und uns empfiehlt. Im Maya-Kalender gibt es 20 Wellen und eine Welle dauert 13 Tage lang. Und die Zahl 20 und die Zahl 13 sind die heiligen Zahlen, die Mayas. Wir befinden uns gerade in der 8. Welle und das dauert bis morgen, bis 24. März 2019. Diese Wellen sind Frequenzen, Schwingungen. Und diese Dauer, diese 13 Tage Dauern, ist so ähnlich in diesem Kalendersystem, nur mit anderen Zahlen, mit anderen Rechnungen, so ähnlich, was wir in unserem Kalender auch kennen, die 7 Tage Woche. Also wir haben gerade den 8. Welle und das ist die Entwicklung, die Entwicklungswege. Und das bedeutet zurzeit für uns, unseren Ideen im Tat umsetzen, unseren Träume verwirklichen. Bedeutet auch Sicherheit, Stabilität und Struktur. Unseren Lebensumstände genau anschauen, die Hindernisse auf dem Weg zu räumen, eine Heilung bringen. Und erkennen, wo ist unser Lebensweg, was wollen wir erreichen, was ist unsere Bestimmung, was ist unsere Lebensaufgabe, wo ist der Platz in unserem Leben. Und die Frage stellen, und jetzt, das haben wir jetzt erkannt, das sind die Erkenntnisse, und wie geht jetzt weiter? Und wenn wir die Hindernisse auf dem Weg geräumt haben, dann haben wir nicht nur diese Heilung, sondern auch Glück und Aufstieg. Wir befinden uns im 12. Tag dieser 8. Welle, also herrscht heute die Zahl 12. Und die Mayas haben das so gezeichnet. Und diese 12 bedeutet Fülle. Informationen, die Reichtum, die Fülle von Informationen, aber nicht nur Informationen, sondern auch Erfahrungen. Und da die Überblick nicht verlieren, die größeren Zusammenhänge zum Erkennen und das Sehen. Und dazu kommt noch die Wertschätzung, aber auch Selbstwertgefühl. Liebe ist auch eine Liebesenergie, aber bedeutet auch Selbstliebe. Die Kraftfeld, und das ist die planetarische Energie, heißt Akbal. Und Akbal bedeutet Nacht. Nacht, und diese Nacht ist gerade die Zeit der Übergang. Wir träumen noch. Und in diesem Zeit, in diesem Traum soll das Bewusstsein, was sind unsere Träume, was sind unsere Wünsche. Und in dieser Nacht, in diesem Traum, das kann auch ein Tagestraum sein, die Fantasie, die Träumereien, ist wichtig, einen Blick nach innen schauen und damit im Klaren sein, was sind unsere Wünsche, was sind unsere Sehnsüchte, was sind unsere Träume? Und der ganze Prozess ist eine Heilung, Transformation, ein Übergang, ein Erneuerungsprozess. Und die nächsten Schritte sind die Taten. Diese Träume, diese Wünsche in Tat umsetzen. Die Krafttier ist Eule. Das ist natürlich auch, symbolisiert auch die Weisheit. Und als Halbedelstein gehört die schwarze Turmalin und Schneeflocken-Obsidian, so wie hier in diesem Bild auch sichtbar ist.
Und dieser Schneeflocken Obsidian zeigt auch etwas unterdrückten Emotionen. Bewusst zu sein, das auch mal anschauen. Was sind unterdrückten Emotionen? Wie zum Beispiel Verlustangst oder Wut, aber auch Angst im Allgemeinen. Und diese Emotionen gehören zum negativen Gefühlen. Das ist hier eine ganz klare Trennung. Man kann nicht das mischen. Ich habe solche und solche Gefühle, obwohl Angst oder Schuldgefühl oder Zweifel kennen wir alle. Wir kennen das. Trotzdem muss ich das betonen, in dem Moment, wenn wir das zulassen, sind wir schon in negativen Gefühlen. Und diese negativen Gefühle blockieren. Und wenn das möglich ist, davon verabschieden und übergehen auf den positiven Gedanken. Weil das ist Licht und Liebe, das ist göttlich. Und daran liegt die schöpferische Energie. Das ist Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, aber auch die Liebe, weil das ist das höchste Gefühl überhaupt. Und die Liebe kennt auch keine Grenzen. Das ist das stärkste Gefühl überhaupt, weil das ist göttlich. Und hier dieser Halbedelstein-Schneeflocken-Obsidian hilft, unseren Gefühlen bewusster wahrnehmen, das auch anschauen, weil wir können nichts so tun, wenn das nicht wäre, wenn wir Angst haben oder zweifeln an etwas. Wir können das nicht unter dem Teppich kehren, das muss anschauen, aber umdenken. Die Gefühle können wir nicht sofort loslassen. Es geht nicht, weil dieses Gefühl ist da, sondern nicht aufhalten, nicht damit beschäftigen, sondern sofort umdenken auf etwas, was uns begeistert, was wir lieben. Dann werden wir diesem Gefühl Angst, Zweifel, Schuldgefühl sofort loslassen oder beginnt sofort diese Transformation. Weil hier Akbal die Nacht und die Träume symbolisiert, das ist gerade ein wichtiges Thema, die Träume wahrnehmen, die Träume und das auch ernst nehmen. Natürlich muss ein Traum realistisch sein, aber wenn das realistisch ist und wenn wir daran glauben und das vertrauen, und können wir loslassen, einfach geschehen lassen, dann wird dieser Traum auch wahr. Die heutige Mondenergie ist Muluk, der rote Mond, und das hat mit Karma etwas zu tun, das hat mit Schicksalsrad etwas zu tun, auch mit Fluss des Lebens etwas zu tun. Und hier ist wichtig, einen inneren Ausgleich zu finden. Und die dazugehörigen Edelstein ist Jade, sehr kostbar. Und Jade hilft uns bei Selbstfindung. Was bedeutet überhaupt diese Karma oder karmischen Erfahrungen? Was ist Karma? Wir Menschen haben eine Seele. Und diese Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung, also göttlich. Wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und geht zurück mit vollem Bewusstsein, mit Erinnerungen und mit Gefühlen, kehrt zum Gott zurück. Sinngemäß kann ich das so vorstellen, dass Gott uns dann fragt,
Na, wie war es denn? Erzähle mir. Und die Seele lässt sich Revue passieren. Und das spielt sich ab wie ein Film, das ganze Leben, und am Ende berichtet die Seele entweder, oh, das war wundervoll, ich war glücklich, ich fühle mich frei. Oder sagt die Seele, ah, wenn ich das anschaue, ich habe doch gar nicht gelebt. Dann sagt Gott, dann mach das besser, geh zurück. Und die Seele macht eine Seelenreise. Und diese Seelenreise ist Karma. Das wiederholt sich, weil wir sind in diesem Rad drin. Das ist die Schicksalsrad. Die Seele befreit sich erst dann von dieser Karma, wenn behaupten kann, ich habe zu mir selbst gefunden, ich habe mein Leben schöpferisch gestalten, ich war glücklich, ich fühle mich frei, ich kann lachen. Das hat sich gelohnt. Dann, erst dann, ist die Seele von Karma befreit. Natürlich kommt noch die göttliche Gerechtigkeit dazu, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns immer zurück. Das ist Karma. Und hier mit dieser Mondenergie haben wir hier karmische Themen. Und das war mein heutiger Portaltag. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und dieses Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.